Servus zusammen. Wie ihr seht, bin ich weitergebildet worden im Aufnehmen von diesen Filmen. Und gerade eben kam mir die Idee, vielleicht, wenn ich schon ab und zu mal davor sitze, mache ich das nach den jeweiligen Gegebenheiten. Also zum Beispiel Vatertag betrunken oder Oktoberfest mit Lederhosen oder an Weihnachten mit Mütze oder Halloween mit Maske. Das muss man überlegen. Ein bisschen Spaß muss sein. Aber das macht richtig Spaß mit dieser Software, so langsam, weil ich sie verstehe. Also, jetzt gehen wir aber in den DAX rein. Das hier ist der DAX auf Tagessicht. Eine Kerze, ein Tag. Und diese Linie hier hatte ich am Freitag, am Freitagabendfilm besprochen. Das waren die 16.209. Da sind wir heute drüber. Und zwar schnell drüber. Aber sofort wieder eingebrochen. Und damit macht sich der DAX das sich selbst schwer und uns natürlich auch. Ich habe diese beiden Linien hier reingezogen. Das hier ist die, jetzt muss ich mal schauen, 16.244 und das ist die 15.995. Das heißt, die Leitplanken für den Index, die werden jetzt wieder ein bisschen enger. Für mich ist die Bedingung, ob wir drüber gehen oder drunter gehen, daran geknüpft, wir müssen mindestens eine Stunde Kerze da verbringen und drüber oder drunter schließen. Der Vorteil von dieser Kerze von heute ist, wenn man Short ist, kann man den Stop relativ knapp hier oben drüber liegen. Das wäre dann irgendwo, was weiß ich, 20, 30 Punkte drüber. Ich habe auch Shorts. Ich habe noch Puts auf dem DAX, Basis 16.500 irgendwas. Und ich werde die hier drüber schließen, sobald eine Stundenkerze hier drüber ist, über der 16.244. Muss ich machen, dann verschiebt sich das vielleicht alles um 2 Wochen und ich habe die Möglichkeit, nochmal höher reinzukommen. Wir sind von den gleitenden Durchschnitten her, es ist eine Seitwärtsphase, auch wenn es jetzt hier mal ein bisschen wilder aussieht, ja, da kann ich nichts mit anfangen. Die kurze Technik ist über das MACD noch immer positiv, der Oszillator gilt als hoch, gibt aber kein Verkaufssignal. Aber jetzt gehen wir mal in die 4 Stunden rein, sieht es schon so ein bisschen anders aus. Die Bänder sind super eng. Hier sind die gleichen Leitplanken, ja, die sich daran und da oben anlehnen. Ja, also hier die 15.995, was jetzt auch in etwa das untere Band ist. Und die 16.244. MACD kann es völlig vergessen. Ja, die schmusen hier rum, die beiden Linien, auf die ich sowieso nicht schaue. Aber auch hier, wir sind auf der Nulllinie völlig neutral. Oszillator ist negativ. Wir haben heute den 20er und den 10er gleitenden Durchschnitt zwar mal unterbrochen, aber sind auch dann gleich wieder drüber gelaufen. Für mich hat der hier im Moment, vor allen Dingen vor dem Hintergrund von diesem Signal hier, eher Risiko als Potenzial. Von der Stunde her. Und achso, das wollte ich noch sagen. Und das hier ist ein Inverted Umbrella Doji. Das ist kein schönes Signal, aber hat den Vorteil, dass es, ich hatte es eben schon am Tag angesprochen, sofort hier einen Stop mitliefert. Wir haben die Stunde. Die Stunde. Hier. Ja, das ist nicht wirklich von der Definition her ist es kein Shootingstar. Da müsste der Körper ein bisschen kleiner sein, aber es hat den gleichen Charakter, sagen wir es mal so. Von der Stunde her haben wir uns jetzt ein bisschen ausgetobt. Ja, von oben runter 16.244 runter bis zu 16.070. Und deswegen dreht er auch hier schon ein bisschen hier unten. Aber ach, ich gebe dem nicht so viel. Am Freitag ist Verfalltermin. Ich höre das immer wieder, oh, das ist Verfalltermin. Das ist ein kleiner Verfalltermin. Und der Juli-Verfalltermin hat, so wie ich das jetzt in den letzten, weiß nicht, wann habe ich den ersten Verfalltermin erlebt? Vor 34 Jahren. Also der Juli war nie wirklich besonders. Ja, aber ich kann mich da irren. Aber das würde mich doch sehr, sehr wundern, wenn da irgendwie was Tolles käme. Nach oben oder unten. Ihr müsst auf eins aufpassen. Das ist ganz wichtig. Und zwar, das geht jetzt los, die Zahlen. Jetzt hole ich hier mal rein. Moment, hier. Die Berichtssaison geht los. Ich gucke jetzt die Nummer auf Deutschland. Und da gibt es die ganzen Fangaktien fangen an. Ich meine, es ist heute Tesla. Aber können wir gleich mal schauen. Also, in den nächsten Tagen, also Ludwig Beck am Rathauseck, ich glaube, das kann man ja vergessen, ja. SAP ist am 20. Das ist morgen. Ja? Und die reagieren ganz gerne auf Zahlen. Wir haben Sartorius am 21. Was haben wir denn sonst noch? Dramos, Athos, Amadeus Fire, schauen auch viele drauf. Das ist am Dienstag, Deutsche Börse, Dienstag, Deutsche Bank, Mittwoch. Also guckt da bitte, ihr könnt ja jeden Trade machen, aber schaut mal rein, sind da jetzt irgendwann Zahlen? Weil diese Zahlen können und werden
hier und da bestimmt bewegen. Jetzt wollte ich mal gerade schauen. Europa, USA. Gucken wir mal hier. Ja, genau. Heute ist Netflix. Netflix. Und da war da noch einiges an der US Bank. Goldman hat schon geliefert. Das war nicht so toll. Tesla. Ich sehe aber jetzt nicht genau. Nachschluss steht hier. Und was ist denn da sonst noch? Das ist natürlich immer viel hier am Land. Alcoa. Die eröffnen es eigentlich meistens. Also guckt auf jeden Fall nach, weil da kommen in den nächsten Tagen überall irgendwelche Zahlen. So, damit jetzt genug. Das ist die Hausaufgabe für euch. Ich habe hier, also ich meine, um das vielleicht fertig zu machen, ich gehe auf den Tageschart lieber mal, das reizt mich nicht so besonders hier. Es ist, ich habe keinen Grund, momentan großartig umzudenken. Aber ich sehe diesen Punkt, wenn er mit mindestens einer 1-Stunden-Kerze schließt, noch besser mit einer 4-Stunden-Kerze, also überboten wird, dann habe ich mich kurzfristig mal getäuscht und dann wird es wahrscheinlich noch 2 Wochen hier hochwandern. Dann ist also zumindest das All-Time-High Pflicht. Ansonsten gilt dieser Trend hier, den ich habe, noch immer als negativ. Vor allem, wenn wir hier drunter schließen, unter diesem Hoch. Also der ist noch negativ. Das kann auch eine böse Falle sein. Wir werden sehen. Ich rechne nach wie vor damit, dass wir eher den unteren Teil mal sehen und hier auf Richtung 20-Tage-Linie gehen. Die ist bei 15.938 im Moment. Und dann mal gucken. Die Scheine, die ich nenne, sind die gleichen wie am Freitag. Lediglich, dass sich die Basis geändert hat. Der Strike Price, der Knockout. Aber das sind, und die Hebel, der Putz sind ein bisschen höher, weil der Markt unwesentlich gestiegen ist, sind ein bisschen höher. Aber ansonsten sind es exakt die gleichen Scheine. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.